Einige der bekanntesten Gesichter in Westeros haben sich während der Serie Game of Thrones auf HBO stark verändert. Im Verlauf der Serie wurden einige der Hauptdarsteller ausgetauscht und so fragen sich einige Fans, was da eigentlich passiert ist. Während der gesamten Serie hat Emilia Clarke als Daenerys Targaryen geglänzt. Von einer sanften jungen Braut bis hin zu der wilden und rücksichtslosen Kriegerin, die sie heute ist, hat Daenerys einen der aufregendsten Handlungsstränge der Serie durchlaufen und ohne Clarks Darstellung hätten sich weit weniger Zuschauer so in die Figur verliebt, wie sie es getan haben. Als feministische Ikone gefeiert, haben Daenerys beste Momente die Fans in ihren Bann gezogen und Clarke selbst hat für ihre Rolle internationale Anerkennung erlangt und wurde für mehrere Preise nominiert. I'm not going to stop the wheel. I'm going to break the wheel. Angesichts dessen mag es schwer vorstellbar sein, dass jemals jemand anderes Daenerys hätte spielen sollen. Doch in der anfänglichen Pilotfolge von Game of Thrones wurde Daenerys ursprünglich von Tamsin Merchant gespielt. Am besten bekannt für ihre Rolle als Heinrich der VIII.'s fünfte Frau Catherine Howard in Die Tudors. Die Creator David Benioff und D.B. Weiss haben offen über ihre Ablehnung des ursprünglichen Pilotfilms gesprochen, wobei weder die beiden Showrunner noch die Castingdirektorin Nina Gold den Grund für Merchants Ausstieg völlig erläutert haben. Heute bleibt es den Fans überlassen, sich zu fragen, wie anders die Serie mit einer anderen Daenerys auf dem Rücken der Drachen hätte werden können. In der dritten Staffel von Game of Thrones wurde mit Daario Naharis, gespielt von Ed Skrein, ein neuer potenzieller Partner für Daenerys eingeführt. Dieser clevere, langhaarige Söldner war vom ersten Tag an offensichtlich an Daenerys interessiert und als er seine eigenen Männer verriet, um sich ihrer Seite anzuschließen, wurde klar, dass Daarios Machenschaften ihn in den kommenden Staffeln zu einem noch größeren Mitspieler machen würden. Nach einer dreiteiligen Episode in der dritten Staffel wurde Skrein jedoch kurzerhand durch Michael Hushman ersetzt. Wie sich herausstellte, hatte Skrein einen Terminkonflikt, da er in dem neuen Transporter-Film mitspielen sollte. Der Schauspieler hat inzwischen zugegeben, dass es nicht die einfachste Entscheidung war, er es aber nicht bereut hat, Game of Thrones zu verlassen. Zum Glück für Hushman wurde er schnell zu einem weiteren beliebten Hauptdarsteller der Serie und seine Romanze mit Daenerys ließ viele fragen, wo er nach dem Ende der Serie landen würde. In den ersten Staffeln von Game of Thrones fanden die Zuschauer heraus, dass Cersei Lannisters drei Kinder, die angeblich alle von Baratheon-Blut abstammten, in Wirklichkeit Bastarde waren, die aus ihrer inzestuösen Affäre mit ihrem Zwillingsbruder Jaime stammten. Allerdings schenkte niemand einem der Kinder viel Aufmerksamkeit, abgesehen von Joffrey, Cerseis ältestem und boshaftestem Kind, das schließlich den Thron bestieg und in Königsmund und ganz Westeros großen Schaden anrichtete. Infolgedessen wurden die beiden anderen vermeintlichen Baratheon-Kinder oft an den Rand gedrängt, sodass sie bei Bedarf leicht umgesetzt werden konnten. Eine Tatsache, die häufig vorkommt, wenn man es mit jungen Schauspielern zu tun hat, deren Wachstum sie leicht aus dem Tempo der Serie bringt. Aufgrund dieser Altersprobleme wurde Tommen Baratheon in der vierten Staffel der Serie neu besetzt und als es an der Zeit war, dass er die Krone von Joffrey übernahm, wurde Callum Wary durch Dean Charles Chapman ersetzt. Chapman übernahm viele der schwierigeren Szenen des sanftmütigen Königs Tommen, darunter eine Liebesszene mit seiner neuen Frau Margaery Tyrell sowie seinen Tod am Ende der sechsten Staffel. Viele Fans dürften Chapmans Gesicht jedoch von irgendwoher wiedererkannt haben, denn er war bereits in der dritten Staffel der Serie zu sehen, als er einen jungen Lannister-Knappen spielte, der von den Starks als Geisel gehalten und schließlich von Rickard Karstark getötet wurde. Damit hatte Chapman den seltenen Vorzug, während der Laufzeit der Serie zwei verschiedene Rollen gespielt zu haben und auch zweimal gestorben zu sein. Ähnlich wie Tommen wurde auch Myrcella, das mittlere Kind von Cersei Lannister, bis zu späteren Staffeln von Thrones weitgehend übersehen. Myrcella wurde bis zur zweiten Staffel im Grunde völlig aus der Handlung herausgelassen, als ihr Onkel Tyrion beschloss, sie nach Dorne zu schicken, was zu einer dauerhaften Kluft zwischen Tyrion und Cersei führte. In der fünften Staffel tauchte sie als verliebter Teenager wieder auf, verlobt mit Tristaine Martell, dem jungen Prinzen von Dorne. Dank eines anhaltenden Kampfes zwischen den Familien Lannister und Martell wurde sie schließlich von Ellaria Sand ermordet, kurz nachdem sie ihre wahre Abstammung entdeckt hatte. Obwohl Myrcella während ihrer Auftritte in den früheren Staffeln von der jungen Schauspielerin Amy Richardson gespielt wurde, wurde sie bei ihrer Rückkehr von der dynamischen Nell Tiger Free ersetzt. Ähnlich wie bei Tommens strategischer Neubesetzung kann dies wahrscheinlich auf Unterschiede zwischen der Entwicklung der Schauspielerin und ihrer Figur zurückgeführt werden. Als der ältere der beiden gefürchteten Clegane-Brüder ist der Berg einer der furchterregendsten Krieger von Westeros. Und obwohl er es bisher irgendwie geschafft hat, die gesamte Serie zu überstehen, hat er sich im Laufe der Zeit doch erheblich gewandelt. Einst war der Berg ein furchterregender Kämpfer, der für seine Vorliebe für Kriegsverbrechen im Namen der Lannisters bekannt war. In der vierten Staffel wurde er während seines Duells mit Oberyn Martell beinahe von einer vergifteten Speerspitze niedergestreckt. Danach wurde er jedoch in eine Art stummen Zombie verwandelt, der nur noch Cersei selbst gegenüber loyal ist. Doch das war nicht die einzige Verwandlung, die der Berg während der Geschichte von Game of Thrones durchgemacht hatte, denn er wurde von gleich drei verschiedenen Schauspielern gespielt. In der ersten Staffel, als der Berg Loras Tyrell nach einem Kampf fast tötete, wurde er von Conan Stevens, einem australischen Schauspieler, gespielt. In der zweiten Staffel war der Berg weit weniger sichtbar, doch wenn er mal auftrat, wurde er von dem walisischen Schauspieler Ian White verkörpert. Seit der vierten Staffel wird der Berg von dem furchterregenden und einschüchternden isländischen Kraftprotz Haftor Julius Björnsson dargestellt. Jetzt, wo er eine eiserne Maske trägt, scheint es natürlich nicht mehr so wichtig zu sein, dass dieser gewaltige Mann dreimal sein Gesicht wechselte. Die
Familie Tully ist nicht gerade der bedeutendste Clan in Westeros, doch aufmerksame Zuschauer werden sie im Laufe der Jahre ziemlich gut kennengelernt haben. Das bei weitem wichtigste Mitglied der Familie ist Samwell Tully, der liebenswerte Bücherwurm, der Nachtwache und häufige Begleiter von Jon Schnee. Sam hat immer wieder bewiesen, dass er das Herz und die Seele der Serie ist, doch in seiner eigenen Familie ist er nicht so beliebt. Als Sam in der 6. Staffel mit seiner Freundin Gilly in Hornberg ankam, wurde er von seinem strengen Vater Randall, der Sams gut aussehenden und begabten Bruder Dickon eindeutig bevorzugt, mit kalter Schulter empfangen. Not fat enough already. In der 6. Staffel trat Freddy Stromer, der aus Harry Potter bekannt ist, als Dickon auf. Aus Termingründen musste er jedoch die Serie verlassen, sodass Tom Hopper als Black Sails einsprang, mit großem Beifall der Fans. Leider war auch Hoppers Zeit als Dickon kurz, denn sowohl er als auch sein Vater Randall wurden von Daenerys bei lebendigem Leibe verbrannt, als sie sich weigerten, vor ihr in der 7. Staffel in die Knie zu gehen. Wie gewonnen, so zerronnen. Die meisten Zuschauer der Serie werden mit Stannis Baratheon vertraut sein, der als Bruder von König Robert Baratheon fest daran glaubte, der rechtmäßige Erbe des Eisernen Throns zu sein. Doch einige werden sich vielleicht nicht an seine Frau Selyse Baratheon erinnern. Während Stannis mit Hilfe von Melisandre um den Thron kämpfte, blieb Selyse ihm treu. Schließlich hielt sie ihrem Mann in mehreren erfolglosen Schlachten die Treue und auch seine offensichtliche Anziehungskraft auf Melisandre selbst ließ sie nicht kalt. Als Stannis ihre Tochter Shireen als Menschenopfer benutzte, nahm sich Selyse schließlich das Leben. Nur damit Stannis ein paar Stunden später in der Schlacht seine endgültige Niederlage erfuhr. Als Selyse erstmals in die Serie eintrat, war sie eine sehr unbedeutende Figur, die in der ersten Folge der 2. Staffel einfach nur in der Nähe von Melisandre und Stannis zu sehen ist, während letzterer sich während einer magischen Zeremonie dem Herrn des Lichts verschreibt. Damals wurde sie von Sarah McKeever gespielt, hatte keinen einzigen Satz und war nur eine Statistin. Als Selyses Rolle jedoch auf mehrere Episoden ausgedehnt wurde, wählte die Serie eine renommierte Schauspielerin für die Rolle, Tara Fitzgerald, die Mitte der 1990er Jahre am Broadway als Pendant zu Ralph Fiennes in Hamlet berühmt wurde. Die erste Folge von Game of Thrones endete mit einer ziemlich schockierenden Schlussszene, nämlich damit, dass der junge Bran Stark von einem hohen Turm gestoßen wurde, nachdem er Jaime und Cersei in einer intimen Situation erwischt hatte. Bran überlebte den Sturz, verlor jedoch seine körperliche Mobilität und erlangte schließlich eine Reihe neuer Kräfte, darunter die Fähigkeit, Ereignisse aus der fernen Vergangenheit zu betrachten und sogar in sie einzugreifen, was ihn zum Nachfolger des dreieugigen Raben machte. Als die Zuschauer den mysteriösen dreieugigen Rabe in der 4. Staffel endlich kennenlernten, sah er ganz anders aus als die Figur, die die Fans später kennenlernen sollten. Ursprünglich von Struan Roger gespielt, trifft Bran den Raben zum ersten Mal, während sich das allwissende Wesen in einem abgelegenen Baum versteckt. Als der dreieugige Rabe in der 6. Staffel in die Serie zurückkehrte, wurde Roger durch den legendären Schauspieler Max von Sydow ersetzt, der durch Der Exorzist und Flash Gordon bekannt wurde. Seitdem ist es von Sydows Rabe, der Bran durch die Geheimnisse der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft von Westeros führt. Game of Thrones ist voll von Schurken und Antagonisten, aber nur wenige sind unheimlicher oder mysteriöser als der Nachtkönig, der uralte und scheinbar unbesiegbare Anführer der Weißen Wanderer. Die Wanderer, die weit nördlich der Mauer leben, die Westeros von der nördlichen Wildnis trennt, galten bisher nur als furchteinflößende Legenden, haben aber in letzter Zeit ihre Präsenz in Westeros auf ziemlich spektakuläre Weise bekannt gemacht. Während der gesamten Dauer der Serie haben die Zuschauer den Nachtkönig bei einer Reihe von abscheulichen Taten beobachtet, von der Verwandlung eines Kinderopfers in einen Weißen Wanderer bis hin zum Erlegen eines von Daenerys geliebten Drachen. Obwohl die Figur durch ein beeindruckendes Prothesen-Make-up zum Leben erweckt wird, bemerkten aufmerksame Zuschauer im Laufe der Serie, dass der Nachtkönig ein wenig anders aussah als bei seiner ersten Begegnung. Vor der 6. Staffel wurde der Nachtkönig von Richard Blake gespielt, aber die Rolle ging dann an Vladimir Ferdig, einen Schauspieler aus der Slowakei. Die Macher der Serie haben zwar nie einen konkreten Grund für den Wechsel genannt, aber es ist möglich, dass Ferdig die Rolle dank seiner Vergangenheit als Stuntman bekommen hat, was ihm mehr Mobilität für die Kampfszenen verschaffte. Während der gesamten Serie hat Beric Dondarrion buchstäblich mehrere Leben gelebt. In der ersten Staffel diente er lediglich als Mitglied eines Suchtrupps, der von Ned Stark ausgesandt wurde, um den Berg vor Gericht zu bringen. Als der Krieg in Westeros ausbrach, schloss er sich jedoch einer Gruppe an, die sich Bruderschaft ohne Banner nennt und die Beric aufgrund ihrer Loyalität zum Herrn des Lichts verfolgt, während er von seinem roten Priester Toros von Myr immer wieder von den Toten auferweckt wird. In jüngster Zeit unterstützt Beric Jon Schnee in seinem Kampf gegen die Weißen Wanderer und reist nördlich der Mauer, um mehr Informationen über diese mysteriösen und uralten Kreaturen zu erhalten. In der ersten Staffel wurde Beric in einer Nebenrolle von David Michael Scott verkörpert. Ab der 3. Staffel übernahm jedoch der irische Schauspieler Richard Dormer die Rolle. Glücklicherweise ist Berics verändertes Aussehen im Universum leicht zu erklären, denn der Mann starb mehrmals abseits des Bildschirms, bevor die Zuschauer ihn zum zweiten Mal wieder sahen. Schaut euch auch eines unserer neuesten Videos gleich hier an. Außerdem kommen bald noch mehr Luba-Videos über Game of Thrones. Abonniert unseren YouTube-Kanal und aktiviert die Glocke, um kein einziges Video mehr zu verpassen.